Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. So, ich hoffe, wir halten uns jetzt hier in den Dämonenruinen nicht mehr so lange auf, weil ich will eigentlich nur den einen Looter finden, was wir in der letzten Folge ja gesehen haben, wo wir ewig lang gesucht haben. Aber irgendwo muss doch hier ein Weg sein, dass wir an den blöden Loot rankommen. Das gibt's gar nicht. Irgendwo eine versteckte Mauer oder irgendwie sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt müssen wir erstmal den Kameraden hier eliminieren, weil der gibt mir sowieso schon auf den Sack. Boah, ey, macht die einen Schaden. Endlich. So, dann schauen wir mal. Das kann doch nur hier. Kann auch nur hier irgendwo sein, oder? Hier muss doch irgendwo eine versteckte Wand sein oder sonst irgendwas. Ist auf jeden Fall in der Richtung. Weil hier unten hatten wir ja eigentlich alles eingesammelt. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt muss doch hier irgendwo. Hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Da drüben jetzt bloß den komischen Viechern da. So schnell geht's. Hier ist ja auch nichts mehr, glaube ich. Boah, ey. Hier noch vielleicht eine Wand. Was wir jetzt wirklich auch probieren können, wir können jetzt mal hier runterspringen und schauen, was da unten ist. Probieren wir es mal. Okay, hier waren wir vorher schon drin. Okay, das können wir schon. Ja, ist kein Plan, wie ich da rankommen soll.
Boah, ey, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Wo ist denn da jetzt die Wand aufgegangen? Und noch eine Wand. Okay, da schauen wir uns gleich mal hoch. Vielleicht konnte ich es nur von der Seite öffnen. Okay, das kann ja nur oben bei der blöden Ratte sein. Oh, Ratte, du musst leider sterben. Aha, haben wir das schon gefunden. Oh. Die konnte ich nämlich von dieser Seite gar nicht öffnen. Aha. Gibt es auf jeden Fall noch eine schöne Kiste. Mal schauen, ob das eine Mimik ist oder nicht. Mein Gott, wer schießt denn da? Da oben. Oh, jetzt Ruhe. Schau, ob das eine Mimik ist. Naja, ist keine Mimik normalerweise. Weil nämlich die Kette nach hinten zeigt. Große Titanitscherbe, 3 Stück. So, dann gehen wir mal hier runter. Genau den Loot wollten wir haben. Isalit-Stab. Okay. Oh, das war jetzt eine schwierige Geburt. Isalit-Stab. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber zum Feuerbahnschrein zurück. Ach komm, ich teleportiere mich dahin.
Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das neue Gebiet an. Weil ich glaube, wir haben schon ein neues Gebiet geöffnet. Genau, die Asche müssen wir noch rauf tun. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ist die Asche von den Jungen. Genau, jetzt hätten wir, glaube ich, eh schon. Einer müsste jetzt noch fehlen, ein Aschefürst. Wir können den Knochensplitter, glaube ich, verbrennen. Genau. Sehr gut. Reisen. Schauen, wo das nochmal war. Genau, Tänzerin des Nordwindtals. Da müsste es jetzt eigentlich weitergehen. Da schauen wir jetzt nochmal schnell rein, würde ich sagen. Genau, Burg Lothric. Geht jetzt nämlich genau hier weiter. Und jetzt können wir die Leiter hier hochsteigen. Mal schauen wir, wo wir jetzt rauskommen. Aber ich würde sagen, wir machen da extra eine neue Folge und fangen in dem Gebiet neu an. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ihr wieder zahlreich einschaltet und euch das anschaut. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, ciao. Euer Andi.